Absolventen feiern Abschluss an TU Chemnitz. Die TU Chemnitz hat am Samstag 491 Absolventen und Promovierte feierlich verabschiedet. Bei der Graduiertenfeier erhielten die Studentinnen und Studenten ihre hart erarbeiteten Abschlussurkunden. Auch wenn mit dieser Zeremonie ein wichtiger Lebensabschnitt für die jungen Menschen zu Ende geht, ist die TU Chemnitz dennoch bestrebt, auch weiterhin mit den Absolventen in Kontakt zu bleiben. Wir sind sehr daran interessiert, dass unsere Absolventen wieder zu uns kommen, dass sie mit uns im Kontakt bleiben. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, um das zu tun. Einerseits in unserem Alumni-Netzwerk, aber auch in der Gesellschaft der Freunde der TU Chemnitz, die seit vielen Jahren aktiv ist. Und ich denke, dort gibt es viele Möglichkeiten. Neben dem Alumni-Portal im Internetangebot der TU Chemnitz kann dies bei einem weiterführenden Master- oder Weiterbildungsstudium oder im Rahmen einer Promotion erfolgen. Insgesamt wurden am Samstag 1200 Gäste begrüßt. Aufgrund dieser hohen Teilnehmerzahlen fand die Graduiertenfeier wie bereits im vergangenen Jahr in der St. Petrikirche am Theaterplatz statt. Nach der feierlichen Zeremonie bildeten alle Gäste und Absolventen die Zahl 180 auf dem Theaterplatz. Mit dieser Aktion wurde auf das diesjährige Universitätsjubiläum aufmerksam gemacht, das rund um den 2. Mai mit einer Festwoche gefeiert wird. Ja, die Festwoche geht vom 28. April bis zum 4. Mai diesen Jahres. Und wir haben dort als größte Highlights die Frühlingsgala, die am Sonnabend in dieser Woche stattfinden wird, wo wir mit unseren Partnern aus Industrie, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft, aus der Stadt gemeinsam feiern letztendlich das Jahr. Und in diesem Jahr haben wir gleichzeitig das AC21 Forum hier, das ist das Academic Consortium für das 21. Jahrhundert. Und die Generalversammlung dieses Konsortiums wird sich dieses Jahr mit dem Thema beschäftigen, wie Netzwerke die Gesellschaft verändern, insbesondere universitäre Netzwerke. Dazu werden wir uns mit unseren internationalen Partnern austauschen. Und ich denke, dass das wirklich das Highlight auch in dieser Woche sein wird. Mit gerade einmal 14 Schülern wurde die Königliche Gewerbeschule zu Chemnitz 1836 gegründet. Bis heute hat sich daraus die Technische Universität Chemnitz als akademische Heimat von über 11.000 Studierenden entwickelt.